So, ja. Damit willkommen zurück. Ja, wie ihr schon hört, mir geht's nicht ganz so gut, deswegen. Aber nächste Folge muss ja raus. Wir hatten ja schon ein bisschen Pause zwischendrin. So, können wir mal eben gucken. Missionslogbuch. Was haben wir denn hier? Ja. Wollt ihr hier ein bisschen aufpäppeln noch? Na gut. Auch noch ein Punkt über. Technologie. Sich dann von alleine auf. Ich wüsste auch nicht, was wir als nächstes nehmen können. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, Aufstieg. Ach so, haben wir jetzt doch den Punkt gebraucht. Ja, okay. Burg von Pavlo. Genau, da waren wir ja stehen geblieben. Huch. Wir haben ja dieses Schmugglerschiff da gefunden. Das Mikro näher anholen, so. Diese Ranger sind ein knallharter Haufen. Die fürchten sich vor nichts. Ja. Hoffen wir, dass ich das mit der Nase und den Schnupfen und so bald wieder gibt. Ach, jetzt mal wieder rausgekommen. Na Gott. Nachrichten, denen Sie vertrauen können. Neuer Tag. Na, guter Tag heute? Ja. Guten Tag, Captain. Ja, moin. Alle Systeme bereit für das nächste Abenteuer. Jawohl. Wir gucken nochmal Ausrüstung. Haben wir jeweils eins, okay. Neue Items. Ich kann das noch klären, muss ich sagen, ganz deutlich, wir brauchen. Ja, eigentlich schon sollten wir richtig mal zusammenhängen. Okay. Okay. Wollen wir nichts einlagern? Ich arbeite an der Geschichte der dekoriertesten Mitglieder der Constellation. Das spreche ich einfach deinen Namen. Hey!
Willst du einen Witz hören? Klar, Liebes. Dein alter Herr könnte einen Lacher vertragen. Okay. Wer springt höher als ein Wolkenpanzer in New Atlantis? Keine Ahnung. Wer denn? Jeder. Wolkenkratzer können nicht springen. Zurück im Schoß der Sterne. Der war als himmlisches Wesen freut es sich bestimmt, die Familie wieder zu sehen. Wano. Schiff, ups. Du befindest dich im Freestar Collective Raum. Kurs beibehalten, während wir nach Schmuggelware scannen. Wir sind hier fertig. Willkommen in Hometown. Oui. Ah, ich muss mich auf das Mammuten. Entschuldigung. Andocken. Tunes Computer. Nachtpackung.
Okay. Tja, Kartendeck. Aber die Leute sind ja nicht unbedingt mal alles mal mit Midi-Pack. Ach, setz dich hier hin. Könnte länger dauern, ja. Luganzug. Okay. Du bist hoffentlich hier, um mir zu helfen und nicht, um mein Schiff zu stehlen. Na klar. Du brauchst meine Hilfe? Ich würde ja lachen, aber das tut weh. Ich habe eine Bande von Gesetzlosen verfolgt, die Handelsschiffe überfallen. Die Schweine haben mich überrumpelt. Ich konnte sie verjagen, habe aber einiges eingesteckt. Wie du siehst, kann ich keine Reparaturen vornehmen. Ja, ein bisschen Wasser haben wir ja schon repariert. Mal sehen, ob ich es wieder in die Luft bringe. Bald wirken die Schmerzmittel. Dann ist alles gut. Okay. Das Schiff hat Priorität. Ohne Schiff kann ich nicht arbeiten. Flick ist einfach gut genug, dass wir es nach Haupttown schaffen. Der Rest wird klar gemacht. Danke. Ich bin dir was schuldig. No. Ranger unterstützen einander immer. Okay. Wo ist noch ein Problem? Hier hinten. Eins runter. Kommt man nicht raus. Danke. So komme ich nach Hause. Du hast recht. Sie sahen ziemlich mitgenommen aus und sind vermutlich nicht weit gekommen. Aber wenn sie es in ihr Versteck schaffen, finde ich sie nie wieder. Das dürfen wir nicht zulassen. Wo sie unterwegs waren. Sie waren wohl zum Polvomond Miata unterwegs. Viel Glück bei der Jagd. Okay. Wir sind bereit zum Start, Captain.
Das fühlt sich alles an wie ein Traum. Wenn mich also jemand zwicken will, setzt es was. Thank you.
Das hat alles ein Mann erschaffen. Vor Ron Hope war hier nichts. Und die haben diese Schiffe geklaut. Anscheinend. Schön, dich zu sehen. Wie geht's, Ma? Bitte um Vergebung, aber ich bin etwas verzweifelt. Hier war absolut nichts, bis Ron Hope hergekommen ist. Behalt deine Wertsachen im Auge. Wer? Du hast es geschafft. Haben die Gesetzlosen dir viel Ärger gemacht? Ich hab Glück, dass ich noch lebe. Gut, hat sicher nicht geschadet, dass ich sie schon weich gekocht hatte. Gutes Timing. Es ist gerade ein Kurier aus Aquila angekommen. Der Marshal lässt grüßen und schickt ein Briefing zu deinem Fall. Ich hatte keine Ahnung, dass ein Schiff gestohlen wurde. Mir hat niemand was davon gesagt. Jedenfalls empfängt Hope uns, sobald wir bereit sind. Wenn du vorher noch was erledigen willst, nur zu. Nein, wir können direkt hingehen. Sein Büro ist oben. Er ist in einem Meeting, aber das müsste bald vorbei sein. Komm. Es sind Laster im All. Das Motto ist so witzig. Ron Hope ist nicht nur Gründer und Präsident von Hope Tech, sondern auch Mitglied im Rat der Gouverneure. Der Rat kontrolliert die Freestar Ranger, also mach ihn nicht wütend. Ich habe viel Zeit investiert, um eine gute Beziehung zu Hope aufzubauen. Er ist manchmal etwas schwierig, aber auch bewundernswert. Er hat alles aufgebaut, was du hier siehst. So ziemlich jeder in der Stadt verdient sein Geld nur dank ihm. Das muss ihn gewaltig unter Druck setzen. Was ich sagen will, behandle ihn mit etwas Respekt. Respekt, wem Respekt gebührt, ne? Bis ganz nach oben. Bilde ich mir das ein oder haben alle Spitzenmanager der Systeme ihr Büro im obersten Stockwerk? Überall zu stehen gibt ihm wohl das Gefühl, nun, über allen zu stehen. Aber ich denke, es lohnt sich. Und was die Teile angeht, das könnten wir outsourcen. Vielleicht ein Vertrag mit Schrottsammlern, aber die Entscheidung muss weiter oben getroffen werden. Red mit der Lava wegen der Schrottsammler. Ist keine schlechte Idee, falls wir einen guten Deal kriegen. Keinen fairen Deal, sondern einen guten. Klar? Denk doch, es zählt nicht nur unser Vertrag. Wir sind auch für das Wohlergehen aller Menschen in der Fabrik verantwortlich. Wir kümmern uns um unsere Leute, Burchett. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Verzeihung, Mr. Hope? Ah, da sind ja endlich die Freestar Ranger. Verdammt schön, dich zu sehen, Nia. Ich glaube, wir sind fertig, Burchett. Ja, Mr. Hope. Das ist der Deputy, von dem ich erzählt habe. Großartig, großartig! Eine noble Berufung, Freestar Ranger zu werden. Wir könnten mehr von euch brauchen. Jetzt muss ich wieder aufstehen. Absolut schrecklich, dass ein Schiff direkt aus unserer Fabrik gestohlen wurde. Das muss bestraft werden. Je früher, desto besser. Ich hab mir den irgendwie viel älter vorgestellt. Nein, ganz simpel. Standard mit Frachtraum XL. Das sind tolle Neuigkeiten. Ich lasse es sofort abholen. Damit ist eure Arbeit aber natürlich nicht getan. Der Dieb muss gefunden und mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden. Ich muss euch sicher nicht an meine Position im Rat der Gouverneure erinnern.
Ja, Mr. Hope. Schön, dass wir uns verstehen. Ron Hope ist mir tausendmal lieber als Benjamin Bayou. Sieht aus, als gäbe es Arbeit. Also, habt ihr wenigstens irgendeine Spur? Einen Hinweis? Ich habe vorher eine Gruppe von Männern geliefert, die Farben kaufen wollten. Dass wir angeheuert, um dein Schiff zu stehlen. Also die haben auf jeden Fall einen Dieb angeheuert. Aber die... Ja, das mit der Farm ist auch noch ein bisschen so... Auf jeden Fall haben die Söldner den Dieb angeheuert, um das Schiff zu stehlen. Machen wir bitte was. Tja. Ja, ja. Das wundert mich nicht. Leider gibt es... in den besiedelten Systemen genügend Söldner. Die Gelegenheit, durch Diebstahl Kosten zu sparen, war wohl einfach zu gut. Ich weiß nicht, ob ich groß helfen kann, aber ich beantworte gerne alle Fragen. Weil ich das angeordnet habe. Würde das herauskommen, wäre unser Image unwiderruflich beschädigt. Ach so. Ich stehe in heftiger Konkurrenz zu anderen Schiffsbauern. Jedes Anzeichen von Schwäche wäre fatal. Und vor allem würde wohl jeder Schiffsdieb in den besiedelten Systemen nach Hopetown kommen und das nächste große Ding planen. Ja, okay. Aber... ja... Insider, ne? Das geht nicht ohne. Was? Unsinn! Wir überprüfen unsere Leute sehr genau. Hopetech legt allerhöchste Standards an seine Mitarbeiter an. Aber ich könnte Cosette wohl eine gründliche Personalüberprüfung durchführen lassen. Sei versichert. Wenn wir Beweise dafür finden, dass einer meiner Leute beteiligt war, informiere ich dich. Okay. Wir haben jeden befragt, der zum Tatzeitpunkt im Gebäude war. Und niemand hat irgendetwas gesehen. Ehrlich gesagt halte ich das für höchst unwahrscheinlich und äußerst verdächtig. Ich gestehe aber ein, dass der Hangar manchmal leer ist. Es ist also nicht unmöglich, dass der Dieb sich unbemerkt hineingeschlichen hat. Nein, gar nichts. Es war ein ganz gewöhnlicher Hopetech-Frachter. Wobei es natürlich äußerst wertvoll war. Hopetech baut die robustesten und zuverlässigsten Raumschiffe in den besiedelten Systemen. Meine Schiffe halten doppelt so lange wie alles, was Stroud Eklund fabriziert. Okay. Gut. Dir muss eines klar sein, Deputy. Diese Stadt ist die Heimat von Männern, Frauen und Kindern, die auf Hopetech angewiesen sind. Ich biete ihnen die Jobs, die ihnen genügend Essen und ein Dach über dem Kopf sichern. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Wenn die Sache herauskommt, verlieren meine Investoren das Vertrauen und meine Arbeiter bezahlen dafür. Das darf nicht passieren. Du bist bekannt dafür, auf deine eigenen Leute aufzupassen, Hope. Das wird der Deputy bestimmt nicht vergessen. Ach ja, nun, das höre ich gerne. Ich habe hart dafür gearbeitet, dass hier alle gut versorgt werden. Oh, okay. Schön, dass wir uns verstehen. Entschuldigung, Mr. Hope, aber es ist dringend. Nicht jetzt, Cosette. Ich bin beschäftigt. Aber wir haben neue Informationen. Ich habe soeben erfahren, dass das gestohlene Schiff direkt nach dem Diebstahl in Neon gelandet ist. Endlich ein Durchbruch. Tja, Deputy, wie es aussieht, fliegst du nach Neon. Und ich kann mich wieder der Arbeit widmen. Denk daran, was wir besprochen haben.
Meine Leute zählen auf dich. Hey, können wir uns kurz unterhalten? Ohne ja, los ist mit ihr. Staub. Das war nicht so hilfreich wie erhofft. Aber immerhin weißt du jetzt, wo du anfangen musst. Hoffen wir es. Du fliegst also wohl nach Neon. Es gibt dort einen Ranger, Jalen Price. Er ist ein bisschen anders als wir anderen. Aber Neon ist ja auch ein bisschen anders. Mhm. Tja, darüber könnte man stundenlang reden. Kurz gesagt, Verbrechen, Gesetz und Gerechtigkeit werden dort anders interpretiert als anderswo. Die Marke hat in Neon nicht so viel Gewicht. Du musst also eventuell kreativ werden. Okay. Er ist ein Pragmatiker. Er sieht die Dinge so, wie sie sind. Und er hat gute Verbindungen, was in Neon viel wert ist. Du solltest auf ihn hören. Das hält dir Schwierigkeiten vom Leib. Alles klar. Er kann dir bestimmt helfen. Also, wir haben beide zu arbeiten. Hat mich gefreut, Deputy. Danke noch einmal für die Hilfe da draußen. So. Ich gehe es erstmal ein paar Tage lang ruhig an, um mich auszukurieren. Dann muss ich wieder da hoch und auf Piratensuche gehen. Ich will eines ihrer Schiffe verfolgen, damit ich ihr Versteck finde. Wir können beide eine Portion Glück brauchen, was? Ja. Kein Problem. Viel Glück, Ine und Deputy. Okay, können wir mit ihr noch reden? Viel Spaß. Entschuldige bitte. Ich arbeite. Mr. Hope ist nicht nur für Polvo wichtig, sondern für das gesamte Freestar Collective. Okay. Ja, meine Lieben. Würde ich sagen. Das bedeutet grundsätzlich nie etwas Gutes. Ich ruhe mich wieder ein bisschen aus, noch ein bisschen kurieren. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.